Ich war Zero. Ich war Schwäche, Gebrechlichkeit, bis du mich in der Tiefe ertränktest und damit meine Schwächen. Du bist unser Navigator, unser Anführer, geleitest mich entlang des Klingenpfads, um als Xivo-Arat wieder aufzuerstehen. Ich behalte dich in Erinnerung, unseren Navigator, unseren Bruder, unseren König. Darin bist du ewig. Ich erinnere mich an die träge Verachtung unseres Vaters, den kalten Blick unserer Mutter. Deine Entschlossenheit ist ewig. Entschlossenheit macht dich aus. Gewissheit, Klarheit, Glaube. Dein Wille ist ein Messer, mit dem du unsere Lügen herausschälst. Du bist die Wahrheit. Wenn ich zweifle, hältst du nicht mit der Klinge zurück. Wenn ich zögere, hältst du nicht mit Worten zurück. Und doch weiß ich, dass da mehr ist. Güter gefallen. Du bist. Ich bin gestorben, aber dank dir wieder auferstanden. Du, der du mich als Krieg kennst.
Unsere Schwester ist gestorben, aber dank dir wieder auferstanden. Du, der du dich mit ihrer List verschworen hast. So muss es fürs Erste sein. Wenn sich dein Vermächtnis bewahrheitet, Bruder, wird es über uns kommen und unsere Blasphemie strafen. Und wenn nicht, kann unser Unterfangen keine Blasphemie sein. Denn wir haben dich überlebt, die Macht deines Willens überboten. Hayat! Hüter gefallen. Der Himmel ist anfällig, fehlerhaft, Lügen! Ich sehe, wie leicht er sich anketten, gefügig und mundtot machen lässt. Die Wahrheit lässt sich nicht so einfach fesseln. Du hättest meinen Triumph genossen, wie das Geschenk unserer Schwester an mich mit solcher Sorgfalt behandelt wurde. Ihre Schreie glichen einem Chor, als ihre Berge bebten. Ihre Schreie schallten durch die Luft, als ihre Meere kochten. Ich stieg in diese Welt hinab, rammte mein Schwert in das Herz von Torobatle und schnitt die Lügen aus der Wahrheit. Ketzerei! Unsere Schwester leugnet deine Wahrheit und kriecht wie ein Tier in den Schatten des Himmels! Sie winselt und jault und lässt sich davon entweihen. Sie spuckt auf deine Erinnerung. Schwester, du hegtest stets Zweifel. Thank you.
Hüter gefallen. Hüter gefallen. Um als Sieger hervorzugehen. Es ist ein Ende in Sicht. Klarer als... Die Himmels...
Hüter gefallen. Versuchte die strahlende Schar. Sie wollten mit diesem Ritual den König der Besessenen wiederbeleben. Und das gewaltsam? Wir hatten Glück, dass du sie aufhalten konntest, Hüter. Wer weiß, ob ihr kleines Experiment überhaupt funktioniert hätte, aber allein das Risiko war zu groß. Ich werde sofort Ikora kontaktieren. Sie wird wollen, dass die verborgenen Oryx-Überreste für Forschungszwecke sichern. Ich komme, um mich von dir zu verabschieden, Bruder. Das ist mein letzter Besuch. Eine letzte Verneigung an deinem Grab. Ich frage mich, ob dort noch etwas von dir bleibt.